Hallo, da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr habt es euch schon gemütlich gemacht, denn es ist wieder Ausruhzeit. Und heute lese ich wieder zwei Geschichten von den Osterhasen vor, weil das wieder zwei kürzere sind. Maxel hat Geburtstag. Ah, Maxel gähnt und streckt sich. Was ist denn das für ein Lärm in aller Frühe? Er reibt sich die Augen und blinzelt verschlafen. Vor seinem Bett stehen seine Eltern und Geschwister und singen. Hoch soll er leben. Stimmt ja, er hat Geburtstag. Wie konnte er das nur vergessen? Mit einem Satz ist Maxel aus dem Bett. Er zieht sich schnell an und macht sich dann an das Auspacken der Geschenke. Ein Malkasten, jubelt er, und so viele Pinsel. Ein Übungsei. Jetzt bin ich ein echter Maler. Sein Bruder Bert lacht. Immer langsam, Kleiner. Aber schau dir mal die Staffelei an. Einfach erstklassig. Ich bin kein Kleiner. Und morgen male ich 100 Bilder. Du wirst schon sehen. 100 bunte Bilder. Wie ein richtiger Maler. Aber heute feiern wir. Am Nachmittag hat er seine Freunde zur Geburtstagsparty eingeladen. Möhrentorte. Die mag ich am liebsten, schmatzt Muckel und beißt herzhaft hinein. Plötzlich ruft Bärtel, schaut mal, da kommt endlich der Igel. Natürlich, unpünktlich, wie immer. Hallo Stachelbär, was ist denn an dir hängen geblieben? Neckt ihn das Eichhörnchen. Red kein Unsinn, das ist doch das Geschenk für Maxel, brummt der Igel. Aber dann muss er doch lachen. Alles Gute, Maxel. Und versuch mal, das Paket herunterzuziehen. Ich schaff das allein nicht. Aber sei ganz vorsichtig. Maxel staunt. So eine Riesenschachtel. Was kann da bloß drin sein? Hoffentlich hast du es mit deinen Stacheln nicht ganz durchlöchert. Nachdem der letzte Krümel Möhrentorte vom Teller geleckt ist, werden Spiele gemacht. Zuerst Eierlaufen. Hui, da sind die Hasenkinder ganz vorne dabei. Der Igel aber stolpert über seine eigenen Pantoffeln und das Ei kullert ins Gras. Fast hätte es Rührei gegeben, quietscht das Eichhörnchen vergnügt und springt mit einem Riesensatz über ihn hinweg. Als nächstes ist Sackhüpfen an der Reihe. Seht mal den Igel! Jauchzt Muckel, der kaum aus seinem Sack herausschauen kann. Maxel wälzt sich schon vor Lachen auf dem Boden. Wir spielen doch nicht blinde Kuh. Lach nicht, hilf mir lieber aus dem Sack heraus, sagt der Igel mit weinerlicher Stimme. Aber das ist gar nicht so einfach, denn er steckt mit allen Stacheln fest. Am Abend darf Maxel endlich die Lampignons anzünden. Darauf hat er sich schon den ganzen Tag gefreut. Dann stellen sich alle im Kreis auf und singen dazu: Häschen, Mädchen, tanz mit mir, beide Hände reich ich dir. Das war mein allerschönster Geburtstag, gähnt Maxel, als er müde ins Bett fällt. Morgen male ich dann 100 Bilder, ganz bunte, und schon ist er eingeschlafen. So, die zweite Geschichte erzählt von einem Häschen im Kindergarten, nämlich Häschen Kati im Kindergarten. Von allen Seiten kommen die Hasenkinder zum Kindergarten. Frau Zwicker, die Erzieherin, erwartet sie schon. Opa begleitet Kati. Siehst du sie? Du erkennst sie ganz leicht an ihrem hellen Gesicht und dem rosa Kleidchen. Zuerst dürfen die Hasenkinder tun, was ihnen Spaß macht. Ich lese, sagt Kati und sucht sich ein Bilderbuch aus. An ihrem Tisch basteln zwei Häschen. Oh, wie schön, ruft Frau Zwicker. Eine Hasenkette. Malt ihr sie auch noch an? Bald darauf wird gefrühstückt. Zwei Hasenkinder teilen die Teller aus. Und was gibt es zu essen? Natürlich knackige Möhren. Purzel, bringst du mir meine hier an den Tisch? Ruft Kati. Sie liegt in meinem Korb. Jetzt wollen wir draußen spielen, sagt Frau Zwicker. Kati backt im Sandkasten viele, viele Kuchen. Andere Häschen klettern auf die Rutschbahn.
Ab die Post, ruft Frau Zwicker und zzt, sausen sie hinunter. Die Turnstunde macht den Hasenkindern großen Spaß. Kati und ein paar Häschen fassen sich an den Händen. Hopp, 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 im Kreis hüpfen, ruft Frau Zwicker. Doch zwei Hasenkinder klettern lieber an der Sprossenwand. Nun kommt das dran, was alle am liebsten tun. Das Eiermalen. Die größeren Kinder wie Kati dürfen die Muster auf richtige Eier malen. Im Nu vergeht die Zeit. Dann heißt es, schnell aufräumen. Ihr werdet abgeholt. So, das war die Geschichte für heute. Und da heute ja Freitag ist, sehen wir uns erst am Montag wieder, weil am Wochenende lese ich nicht vor. Wer möchte, kann ja vielleicht noch eine der Geschichten anhören, die ich diese Woche vorgelesen habe. Vielleicht die, die ihm am besten gefallen hat. Und wir sehen uns am Montag. Tschüss, bis Montag.